Moin zusammen, in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Smart Parts. Smart Parts befinden sich in der Modulgruppe Architektur und in der Untergruppe Basis, Wände, Öffnung und Bauteile. Sie sind grundsätzlich erstmal intelligente Bauteile, was das aber im Einzelnen bedeutet, werde ich euch im Nachhinein noch erklären, wenn es soweit ist. Smart Parts werden hier nochmal unterteilt in Fenster und in Tür- und Tor-Smart Parts. Für unser Video beschäftigen wir uns lediglich mit den Fenster-Smart Parts und die betätigen wir einfach mit linker Maustaste. Nun erscheint hier auf der linken Seite das Einstellfenster für die Smart Parts, was auf den ersten Blick ein wenig kompliziert aussieht, ist es aber überhaupt nicht. Der wichtige Faktor auch zur Übersicht ist einmal hier dieses Fenster. Hier wird uns beispielsweise einmal ein Rahmen angezeigt, der jetzt rot markiert ist, und einmal eine Fensterscheibe, die jetzt rot markiert ist. Wichtig ist es, um ein Smart Part richtig zu erstellen, beziehungsweise ein Fenster Smart Part richtig zu erstellen, dass immer nur die Sachen verändert werden, beziehungsweise ergänzt werden, die auch rot markiert sind. Des Weiteren wird unten aufgeführt, welche Möglichkeiten wir haben, dieses Fenster nachher zu ergänzen. In Bezug auf diese Elemente werden diese dann nochmal in eigenen Einstellungen hier unten aufgegliedert. Aber ich denke, wir fangen einfach mal an und konstruieren uns unser eigenes Fenster. Nun wurde hier schon beispielsweise ein Rahmen eingefügt. Dieser hat die Abmessung 7 cm, also ein quadratischer Querschnitt. Das ist für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Hier habe ich noch die Möglichkeit, die Form auszuwählen, die sich dann im Nachhinein auch noch verändert. Aber ich hätte gerne einen ganz normalen Rahmen mit einem quadratischen Querschnitt und das reicht auch. Nun hätte ich gerne in das blaue Feld einen Flügelrahmen eingesetzt, beziehungsweise in dem Rahmen ein Flügelrahmen eingesetzt und dazu markiere ich diese blaue Fläche. Nun ist es mir möglich, über diese Elemente hier auch ein Flügel einzusetzen. Einmal raufklicken und man sieht, hier ist schon ein Flügelrahmen generiert mit dem jeweiligen Fensteraufschlag. Nun ist es mir möglich, weiter unten diesen Flügel in seinen Eigenschaften noch zu verändern. Hier kann ich einmal die Öffnungsart definieren, über mehrere. Ich habe aber einfach nur das Bedürfnis, erstmal ein Dreh-Cap-Fenster einzufügen. Und man sieht auch im Prinzip auch schon dieser Übersicht, das ist ganz gut gemacht, dass sich hier meine Öffnungsart verändert hat. Also in diesem Fall zu einem Dreh-Cap-Fenster. Nun kann ich auch noch die Aufschlag bzw. den Anschlag verändern. Das spielt jetzt aber in unserem Fall eher eine untergeordnete Rolle. Für diesen Flügelrahmen kann ich hier natürlich auch noch eventuell die Abmessung vornehmen. Das lasse ich aber so eingestellt, wie es ist. Des Weiteren habe ich hier noch die Möglichkeit, eventuelle Beschläge hier auszuführen. Zum Beispiel ein Fenstergriff, Türgriff oder Griffstange, was natürlich für eine Tür interessant wäre, ne? Also hier gibt es wirklich eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, die man sich im Nachhinein nochmal genauer angucken sollte. Aber für unsere Zwecke reicht erstmal diese Definition. Nun kann ich im Nachgang auch nochmal in das blaue Fenster reinklicken und sagen, okay, ich hätte gerne hier vielleicht ein paar Sprossen, deswegen klicke ich auf das Kreuz. Und schon generiert er halt für diese Fläche, die ich angeklickt habe, dieses Kreuz. Hier kann ich dementsprechend auch noch einige Einstellungen vornehmen, was die Teilung betrifft, die Pfosten, die Teilung in horizontaler Ebene oder die Riegel. Da mir so eine Sprossen aber generell nicht gefallen, lösche ich sie wieder mit diesem X. Und nun habe ich letztendlich wieder die Einstellung, die ich vorher auch hatte. Ich bin mit diesem Rahmen bzw. mit dieser Einstellung zufrieden und möchte das denn jetzt gerne in meine Fensteröffnung einsetzen. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich habe jetzt keine Abmessung
bezüglich der Fenstergröße vorgenommen. Das macht er, wie der Name schon sagt, automatisch. Also er wirkt sich intelligent auf die Fensteröffnung aus. Das werden wir jetzt im Nachhinein sehen. Also, ich gehe mit diesem fertigen Smart Part, was ich jetzt automatisch am Cursor habe, wie ihr sehen könnt, in Richtung meiner Bauteilöffnung. Und das Interessante daran ist, dass er dann auch, wenn ich mich in die Nähe dieser Bauteilöffnung bewege, dass er irgendwann einschnappt. Und schon ist er in dieser Fensteröffnung drinne. Wichtig ist bei dieser Positionierung, dass ich auch dieses Fenster in der richtigen Position einordne. Das heißt, ich habe einmal die Möglichkeit, das Fenster mit diesem blauen Pfeil nach außen zu legen. Sollte man immer machen, da dieser blaue Pfeil immer die Außenseite des Gebäudes bzw. des Fensters anzeigt. Diesen kann ich spiegeln und dann verändert sich der Pfeil, wie ihr das hier sehen könnt. Ich hätte das Fenster aber gerne in diese Richtung, klicke einmal auf linke Maustaste und bestätige meine Eingabe mit Escape. Nun habe ich die Möglichkeit, hier ein weiteres Fenster einzusetzen. Das mache ich auch mit linke Maustaste und mit Escape bestätigen. Für die andere Fensteröffnung mache ich das auch. Wenn ich damit zufrieden bin, beende ich meine Eingabe mit Escape. So, nun konnte man erstmal eindrucksvoll sehen, dass ich meine Fenster, ohne dass ich irgendwelche Abmessungen eingegeben habe, automatisch an meine Fensteröffnung orientieren und sich der auch anpassen. Nun gibt es einen weiteren großen Punkt, den ich hier noch in diesem Zuge benennen möchte. Und zwar ist es so, dass jetzt drei Smart Parts der gleichen, ja, beziehungsweise der gleichen Art hier eingebaut sind. Das bedeutet im Nachhinein, wenn ich jetzt ein Smart Part ändere, erkennt es, dass es noch zwei weitere Smart Parts gibt, die genau derselben Bauart sind. Das bedeutet, er fragt mich, ob ich diese auch ändern möchte. Das werde ich euch jetzt einmal demonstrieren. Ich gehe wieder in die Einstellung dieses Smart Parts mit Doppelklick linker Maustaste und sage, ich hätte gern bei der 3D-Darstellung andere Texturen wie vorher vorgesehen. Diesbezüglich sage ich erstmal, ich hätte gern alle gleich. Das heißt, ich brauche nicht extra auswählen, der Flügelrahmen hat die Textur und der Blendrahmen hat die Textur, sondern alle Texturen sind gleich. Das benennt er hier in Profile Schrägstrich Blatt. Also er fasst dort alles zusammen. Da klicke ich einmal rauf und in meiner voreingestellten Bibliothek sind jetzt einige Texturen aufgeführt. Ich hätte gerne aber eine andere und gehe dafür mal im Büro für die jüdischen Materialien und Keramik, Lacke und Plastik. Und sage hier zum Beispiel Rubber Black. Nun klicke ich auf Alle übertragen und klicke auf Schließen. Nun fragt er mich, und darauf wollte ich hinaus, möchten Sie gleiche Smart Parts aktualisieren? Das bedeutet letztendlich, möchten Sie gleiche Smart Parts mit derselben Änderung vornehmen, die ich eben gerade bei dem linken Fenster erstellt habe? Das möchte ich und drücke auf Ja. Und nun sieht man, dass er alle gleichen Smart Parts mit derselben Textur ausgewählt hat bzw. erstellt hat. Und das ist nämlich eine sehr, sehr vorteilhafte Sache, gerade wenn ich große Gebäude habe mit vielen gleichen Elementen, müsste ich die im Nachhinein halt alle einzeln bearbeiten. Das ist bei den Smart Parts nicht mehr der Fall. Wenn ich jetzt mich dazu entscheide, hier noch Sprossen reinzusetzen oder halt eine vertikale Teilung, dann kann ich das natürlich auch machen und sage Fenster Smart Part, Eigenschaften, wieder Doppelklick linke Maustaste und gehe wieder in die Elemente rein. Hier sage ich jetzt, okay, ich hätte gern eine vertikale Teilung und drücke auf Schließen. Nun fragt er mich wieder, möchten Sie gleiche Smart Parts aktualisieren? Ja, möchte ich. Und schon aktualisiert er alle Smart Parts. Und das ist wirklich eine sehr, sehr vorteilhafte Sache in Bezug auf effizientes Arbeiten.
Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.